Hallo Leute, grüßt euch. Ja, heute möchte ich euch mal erzählen, wie es so ist in Köln als Single so, warum ich Single bin, weil einige fragen immer wieder. Also ich bin schon seit einem Jahr wieder Single und ich muss sagen, Single sein ist nicht so schön und nicht so einfach, weil du hast die ganze Zeit, wenn du dich so umblickst, siehst du immer irgendwelche Menschen, die glücklich sind zum Beispiel. Das ist dann natürlich nicht so toll. Und ich muss sagen, es ist nicht einfach in dieser Zeit den richtigen Partner zu finden. Vielleicht kennst du das ja auch. Für mich war es nie einfach. Es lief vielleicht daran, so denke ich mir das, ich habe so eine krasse Entwicklung gemacht in meinem Leben. Und ich bin halt einfach anders. Deswegen ist es für mich nicht so einfach, weil ich beschreibe mir das so, wenn du so eine krasse Bewusstseinsentwicklung gemacht hast, dann bist du einfach wie ein Außerirdischer, sag ich mal so. Und deswegen fällt es mir schwer, ich merke das immer wieder, auch wenn ich so in Dating-Apps bin oder so, es ist mir alles viel zu oberflächlich dort. Ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe kürzlich mit jemandem geschrieben und die war total begeistert. Die hat mir so einen ewig langen Text geschrieben. Dann hat sie mir morgens um 4 heraufgesprochen und so. Und am nächsten Morgen wollte ich mich melden. Da hat sie mich gelöscht. Und so ist meine Dating-Erfahrung zurzeit. Also es ist irgendwie nicht einfach, finde ich. Vielleicht kennst du das ja auch. Gerade weil sich das Leben auch verändert hat, so für mich. Und ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr. Weil damals war mein Leben so, ich bin Wochenende immer Party feiern gegangen. Ich hatte damals ganz viele Freunde, von der Schule natürlich auch. Wir waren eine große Clique. Wir waren ständig unterwegs. Und das war natürlich was anderes. So hast du immer die Möglichkeit gehabt, immer irgendeinen kennenzulernen. Und heutzutage, sitze ich Freitagabend zu Hause auf der Couch und lese ein Buch oder so. So sehen meine Wochenenden aus. Ja, und das ist schon das Problem so. Also es fällt mir extrem schwer, überhaupt rauszugehen, in den Clubs reinzugehen oder das interessiert mich irgendwie alles gar nicht mehr. Und demnach schwinden natürlich die Kontakte auch. Und demnach ist es für so einen hübschen Menschen. Demnach ist es für so einen hübschen Menschen wie mich natürlich schwer, jemanden zu finden. Ich höre das immer wieder. Menschen, bist du so hübsch, ich verstehe das gar nicht. Ja, ich bin vielleicht hübsch, aber wie gesagt, ich bin irgendwie anders als so die Masse. Ich bin jetzt nicht so der normale Mann. Und ich glaube, es hat ja viel mit Schwingung auch zu tun und viel mit deinen Themen und so. Und wenn du natürlich von der Energie und von der Schwingung her und die Themen, mit denen du dich beschäftigst, dann fällt es schwer, für andere Energien anzudocken. Das merke ich immer wieder. Also mir kommt es so vor, als wenn ich irgendwie zu weit bin, zu fortgeschritten. Für die normale Masse, sag ich mal so. Wenn ich mich mit Frauen dann unterhalte oder so, dann verliere ich auch zum Beispiel sehr schnell das Interesse. Also das liegt natürlich an mir auch. Weil der Verstand, der möchte ja immer das Problem lösen. Das heißt, ich mache ja auch gewisse Dinge. Ich spreche auch mal eine Frau auf der Straße an, was mir dann auch nicht leicht fällt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich mache diese Dinge schon. Es liegt auch vielleicht daran, dass ich diese Dinge so oft gemacht habe, aber es hat nie geklappt. Weißt du, was ich meine? Und wenn du halt eine negative Erfahrung nach der anderen machst, dann ist es natürlich schwer, überhaupt sich aufzuraffen und das weiterzumachen. Weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, die Dating-Apps, das bringt alles gar nichts. Ich mache immer das Gleiche und habe immer wieder die gleichen Erfahrungen. Es ist so anstrengend. Und übrigens diese Person, die mit mir geschrieben hat und mir da morgens um 4 aufgesprochen hat, die hat zu mir gesagt, ja, ich würde dich gerne erstmal kennenlernen. Ich würde dir erstmal ganz viele Fragen stellen und so. Dann können wir uns ja so erstmal kennenlernen. Und da habe ich zu ihr gesagt, das funktioniert so nicht. Ich möchte, wenn, dann dich erstmal sehen. Weil ich habe das schon so oft durch, dass ich bin ja auch sehr tiefgründig und dann, ich stecke auch gerne sehr viel Energie da rein. Und dann stecke ich so viel Energie da rein und dann verläuft sich die Energie, weil es nichts bringt, weil daraus wird dann letztendlich nichts.
Und das habe ich halt immer wieder durchgemacht. Ja, im Allgemeinen war das letztendlich auch der tiefere Grund, warum ich meistens auch weggeflogen bin. Also erstmal, weil ich es auch liebe, wegzufliegen. Aber ich bin auch weggeflogen, wenn ich ehrlich bin, weil die Frauen sind außerhalb von Deutschland ein bisschen offener. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, Menschen kennenzulernen. Weil letztens habe ich eine angesprochen, zum Beispiel in der Bahn. Also ich habe sie nicht richtig angesprochen, aber ich habe mich neben ihr gesetzt und ich habe nur gesagt, hallo. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die mich angeguckt hat. Sie hat so richtig das Gesicht verzogen, so richtig so, was sprichst du mich überhaupt an, was soll das? Obwohl ich bloß gesagt habe, hallo. Und durch solche Erfahrungen hast du natürlich keine Lust, immer wieder Leute anzusprechen, weil ich merke das immer wieder. Auch im Fitnessstudio habe ich letztens einen angesprochen. Ich habe gesagt, hey, wir haben ja Partnerlook an. Und da war so gefühlt so 5 Sekunden Stille, weil er überlegt hat, was er jetzt sagt. Und da hat man einfach gemerkt, dass die Deutschen so ja raus sind. Also die können keinen Smalltalk halten. Und genauso ist es mit den Frauen auch. Ich habe so das Gefühl, okay, wenn ich dir jetzt auf der Straße ansprechen würde, es würde eh nur negative Erfahrung hervorbringen. Also es würde eh immer auf das Gleiche hinauslaufen. Und deswegen habe ich so unbewusst schon gar keine Lust, so die Frauen auf der Straße anzusprechen. Ja, und ich habe damals schon realisiert halt, dass es auch nichts bringt, wenn du halt unbedingt willst, wenn du unbedingt welche kennenlernen willst oder so. Sondern ich habe mal drüber nachgedacht, mit den ganzen Frauen, mit denen ich zusammen war, in denen ich mich verliebt hatte, die kamen alle auf magische Art und Weise in mein Leben. Es geschah alles automatisch, ohne dass man suchen musste. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch so, dass man einfach loslässt, und das versuche ich auch immer wieder, loszulassen, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen, einfach am Leben Spaß zu haben. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Einfach eine gute Energie haben, einfach Spaß haben, einfach unterwegs sein, einfach die Partnersuche vergessen für einen Augenblick. Und ich glaube, dass dann ganz automatisch dann der richtige Partner ins Leben kommt. Ja, Leute, ihr könnt da mal runterschreiben, wie das bei euch ist so mit der Partnersuche, wie ihr euch dabei fühlt. Ich möchte auch mal gucken, ob das Thema gut ankommt. Vielleicht mache ich noch mehr Videos darüber.